So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit Elden Ring. Ich habe mich ja jetzt auf meiner Reise in die Souls-Spiele in mein Ziel vorgearbeitet und reise mit euch jetzt hier rein in die in die Welt von Elden Ring, was ja so ein bisschen der geistige Nachfolge ist, was Miyazaki meint, oder der Schöpfer von From Software, was er meint, was sozusagen die Folgen oder der Nachfolger wäre. Ich habe ein bisschen was dazu gesagt, warum ich das mache in der Folge 001. Das muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Und ihr seht, dass ich auch schon ein bisschen hier rumgeschlachtet habe und ein bisschen Schaden bekommen habe. Es ist mal wieder ein technisches Problem aufgetaucht. Diesmal ist es Microsoft gewesen mit einem blödsinnigen Windows-Update, das mir irgendwie alle Einstellungen versaut hat wieder. Ich habe auch nicht die geringste Ahnung, was das bei mir zurzeit ist. Aber ich bin ja euch ganz dankbar für eure Tipps, denn ihr habt mir ja gesagt, dass ich dass ich die wichtigsten Dinge hier unten also übersehen habe, nämlich diese beiden Grabkisten oder Schatzkistenwägen, die da stehen, und weiter hinten der Mauer, der Kerker. Also das ist wirklich das Geilste. Ich bin da heruntergerobbt, ihr habt das gesehen, und da war eine Kerkertür. Und dann dachte ich, okay, ich habe keinen Schlüssel, aber es ist halt einfach so, man kann im gehockten Zustand keine Türen öffnen. Das ist höchst plausibel, aber vielen Dank für euren Tipp. Das werde ich mir dann mal angucken. Ich hatte eben schon, bevor mir aufgefallen ist, dass halt durch die Windows-Änderung die Audiospur verstellt war und deswegen kein Ton aufgezeichnet war, habe ich jetzt nochmal das Ganze umgestellt und bin jetzt hier drin. Aber ich habe eben schon mal, nee, das war falsch, ein Schwert gefunden in dem ersten Wagen. Und das wollen wir mal gucken, wo es jetzt gelandet ist. Das war aber auch so ein Schwert der Getreuen. Ne, das hier war es, ne? Ja, Großschwert der Getreuen. Geht auf Stärke. Ist halt so ein bisschen Großschwert, ist ja das, was ich vorher gemacht habe in Dark Souls 3. Und hier gibt es halt. Oh, ist das tatsächlich mal sortiert nach Waffenarten? Das wäre ja geil. Naja, ich habe ja schon in den letzten Malen so ein paar Schwerter abgenommen und ja, insofern, ja, danke euch, dass ich jetzt weiß, dass man da looten kann. Und dann schauen wir mal, dass wir zur anderen Kiste drüben noch kommen. Ich hatte ja in der letzten Folge ein bisschen rumexperimentiert mit den Reitern. Ist mir ja nicht so ganz so gut gekommen. Aber gut, wir arbeiten dran. Immerhin sind die Söldner oder Soldaten nicht ganz so blöde, wie ich erst dachte, denn ich bin da hinten ja auf das Heck von dem Wagen gesprungen. Und da ist er dann aber doch schon mal gucken gegangen, der Speerträger. Also, schauen wir mal. Insgesamt finde ich, hatte ich letztes Mal schon gesagt, ist das Spieltempo dadurch ein bisschen geringer. Weil man jetzt halt. Schleicherei hier vollziehen muss. Okay, dass der junge Mann da hinten mich nicht sieht, ist schon geil. Aber es ist ja auch erst das Anfangsgebiet. Und es ist ja auch schön zum Üben so ein bisschen. Wenn ich nur so weitermache, übe ich am Ende gar nicht das Kämpfen. Wie ihr an meinem Lebensbalken seht, hapert es da ja ran auch noch so ein bisschen. Frage ist halt so ein bisschen, es scheint jetzt aber auch kein positioniertes Loot zu sein, sondern Zufallsloot. Das ist natürlich auch ein bisschen riskant, wenn ich jetzt ein bisschen auf Zauberer gehe. Aber ihr hattet ja gesagt, dass das in späteren Gebieten durchaus mehr Zaubergegenstände gibt. Ich soll mich davon nicht entmutigen lassen. Gut, wir können ja noch mal ein bisschen kämpfen trainieren. Ich muss da wieder reinkommen. Ah, ich vergaß, wir haben Reichweite. Wir haben wieder Reichweite. Naja. Okay. Ob die Rolle jetzt nötig war,
auf dieser Angriff mit L2, das benutze ich alles viel zu wenig. Ich bin noch in der Orientierungsphase. Gut, was ich aber eigentlich auch rausfinden wollte, ist, wie ist das gespenstisch, das jetzt wieder anfängt so zu ruckeln? Naja. Ich wollte ja auch ein bisschen rausfinden, ob man jetzt in den Kerker da unten rein kann. Ihr sagt zwar, da kann ich einfach hinstürmen, aber so wie ich mich kenne, bin ich dann ratzfatz auch erledigt. Also trainieren wir noch ein bisschen. Auch wenn ihr das jetzt schon ein paar Mal gesehen habt. Wie ging das noch? Ne, so rum, ne? Muss ich da erstmal dran gewöhnen. Oder halt eben auch mal den Schild ausprobieren. Das sieht so lächerlich aus mit diesem Mini-Schild. Ah. Gut, dann haben wir als nächstes einen an der Ecke. Ich kann doch bestimmt auch früher irgendwann da in den Kerker runter. Der Getreuen. Na, so viel wie man hier an Loot sammelt und auch zufallsabhängiges Loot, hoffe ich mal, dass das nicht irgendwann die Taschen voll macht. Mir gefällt das aber auch mit der Sichtweite nicht. Ihr seht, dass da die Figuren so seltsam gepixelt werden, ne? Das finde ich ja mehr als ärgerlich. Und im Nahbereich sieht das ja nicht schlecht aus, finde ich. Fällt ihm aber auch nicht weiter auf, dass seine Kumpels immer weniger werden, ne? Ja gut, vielleicht ist er heute ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Okay, immerhin weiß ich jetzt ja die Position der Gegner. Ach guck mal, der Hund schläft sogar. Oder der Wolf. Oder sieht das nur so aus? Nee, der macht ein Nickerchen. Okay. Der andere. War da nicht noch einer mehr üblicherweise? Hm. Na doch, natürlich, da ist er ja. Hui! Und hepp! Der kann einen aber trotzdem angreifen, das ist natürlich nicht so gut. Okay, das war alles nicht so besonders berauschend. Ich entschuldige mich dafür. Aber wenn das jetzt hier Nacht ist und die Hunde pennen, dann sind die Flattervögel ja immer noch weg. Also die Fledermäuse. Hm. Vielleicht ist es noch nicht Nacht. Wann sieht man das denn? Gut, okay, andererseits nur weil ein Hund pennt, heißt es nicht, dass Nacht ist. Das verstehe ich auch.
Gut. Ich nehme mal an, dass das keine gute Idee ist, aber gut. Ach, guck mal einer an. Ne, da stand da auch Y öffnen. So, und jetzt kann ich es öffnen. Was? Also, Türen nur im Stehen öffnen. Was umso glaubwürdiger ist, wenn man sich zum Öffnen der Tür nach unten beugen muss, um sie hochzuheben. Okay, gut. Aber jetzt weiß ich es ja. Gut. So, ich erwarte natürlich wieder irgendeine Falle. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier auch Mimics? Ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt gedacht, hier ist mehr drunter, aber gut. Wenn es Mimics gibt, bin ich gleich ehrlich. Also dass man die Kiste jetzt im Hocken auch nicht öffnen kann, da fasse ich mich ehrlich gesagt an. Das verwechsel ich bestimmt noch oder vergesse ich noch bestimmt 300 Mal oder so. Hinzufügen von Talent. Mithilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um euren Waffen neue Talente zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorigen Talente werden hierbei entfernt. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente. Einige Waffen verfügen über einzigartige Talente und können keine neuen aufnehmen. Okay. Mithilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um euren Waffen Affinitäten zu verleihen. Aha, okay. Irgendjemand schrieb ja von euch auch schon, Asche soll ich unbedingt behalten. Damit könne man irgendwas machen. So könnte die Angriffsaffinität der Waffe ändern. Die Affinität. Wäre natürlich schon schick gewesen, wenn man jetzt erklärt bekäme, was Affinitäten sind. Die Angriffsaffinität. Affinität klingt so ein bisschen danach, wie vorher Brand, Blitz, Seuche und Gift und sowas auf die Waffe zu schmieren. Und der Typ bestimmt ihre möglichen Affinitäten. Das heißt, nicht jede Waffe kann alle diese Fähigkeiten tragen. Okay. Wahrscheinlich zum Beispiel ein Streitkolben eher nicht Gift oder so. Weil man dafür den Schnitt in die Haut braucht oder so, ich weiß es nicht. Kriegsasche-Sturmstampfer und ein Schleifmesser. Okay, dann hat sich das ja doch ein bisschen gelohnt, hier in den Keller zu schleichen. Achso, Verstärkungsmaterial, nee. Nee, hier ist Kriegsasche auch nicht. Werkzeugsatz hatten wir uns schon geholt. Die Steinwertschlüssel waren unsere Ausgangs. Wie soll man es nennen? Unsere Erbschaft, als wir die Welt betraten. Eine Karte von Limgrave. Sturmstampfer. Also das Bild wirkt ja schon mal so, als könnten wir damit Leute umpusten, zumindest leichtere Gegner. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität wertig. Wie kommt man darauf? Wertig. Also unsere jetzige Waffe ist unwert. Aber vielleicht warten wir mal, bis wir nicht mehr die Standardwaffe haben. Folgendes Talent: Sturmstampfer. Eines der Talente, die ihre Macht aus den Stürmen von Sturmschleier beziehen. Stampft hart auf den Boden, um einen kurzen Sturm zu entfesseln. Zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen. Okay. Ach, da war ja auch noch euer Tipp, dass ich den Zauberstab in die linke Hand nehmen soll, um Zaubern und Schwert zusammen zu machen. Und ich habe mich daran erinnert, zwei gleichzeitige Waffen, also gleiche Waffen rechts und links gehalten, machen ein neues Moveset. Das muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. Okay. Gut, einerseits ist das natürlich hier knapp bemessen zu erkunden, der Kerker. Ist ja nicht, ich habe hier ein Geheimnis übersehen oder so. Macht auch nicht mehr Pling auf der Wand, wenn man dagegen schlägt. Andererseits ist es dadurch natürlich auch schneller, man verliert sich nicht so. Okay. So, hoffentlich gibt es jetzt nicht gleich wieder auf die Schnauze hier oben. Oh, der Geist mich erschreckt eben.
Meine Güte, von allen guten Geistern verlassen, echt. Wofür ist denn der hier eben noch standfallen? Oder dreht er auch eine Runde? War der jetzt alleine? Oh, ich habe seinen Hundi gekillt. Finde er nicht gut. Okay. Na komm. Oh oh. Lass mal. Oh, oh, keine Ausdauer mehr. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Scheiße. Nein. Ich muss noch viel lernen in diesem Spiel. Hätte man den eigentlich auch parieren können? Nee, ne? Jetzt habe ich natürlich wieder nicht meine zweite Fähigkeit ausprobiert. Naja, wir sind ja nicht so weit weg vom Ort der Gnade. Da bin ich auch noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, dass jetzt überall an jeder Ecke diese Möglichkeiten bestehen, wieder aufzuerstehen. Dass man, also es hat mich ja sehr genervt, ihr wisst mein Gejammer gerade bei Bossen, wenn ich da irgendwie erstmal 3 Kilometer und 2x Ausdauer nachtanken durch die Gegend rennen musste. Das fand ich ja auch nicht so geil. Vielleicht dünnen sich diese Gnadeorte ja auch noch ein bisschen aus. Ruinen vor dem Tore. Ja, nun. Hier sind ja auch noch mal diese Feuerschmetterlinge, ne? Ne, jetzt nicht. Warum? Die haben gerade frei. Okay. Also es wirkt irgendwie flüssig, aber manchmal lädt es Texturen nach und so. Irgendwie habe ich das noch nicht richtig vernünftig eingestellt. Gut, wir rasten mal hier. Denn ich würde zu gerne mal wissen, wie das jetzt Kriegsasche da. Mit dem Kriegsasche-Menü könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um euren Waffen neue Talente und Affinitäten zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben, alle vorherigen Talente gehen dabei verloren. Das ist derselbe Text wie unten. Leider gibt es keine Erklärung, was Affinität genau bedeutet. Man könnte wahrscheinlich auch sagen Aszendent, wie bei den Astrologie-Spinnern. Affinität, also eine bestimmte Neigung. Und Talente gibt es auch nochmal. Okay. Okay, es nimmt auch Einfluss auf die Attribute, gibt keinen Passiv-Effekt. Und der Schwertschlag macht, oder der Sturmstampfer macht, zieht uns Fokuspunkte ab. Okay, ich kann mir das ja noch überlegen. Im Moment sehen die Effekte relativ gering aus darauf. Und ich weiß halt auch nicht, was jenseits von den Attributskalierungen da unten, ne? Also wenn ihr unten, ich muss das mit der Spiegelverkehrtheit. Wenn ihr bei D da guckt, es ändert sich ja D nicht zu Rot, sondern es wird ein bisschen besser. Die Frage ist halt nur, wie sich die Skalierung von sowas dann langfristig verändert. Aber das muss ich wohl irgendwann mal ausprobieren. Und ich weiß halt auch nicht, ob man die Kriegsasche wieder ausbauen kann, wahrscheinlich eher nicht. Dann ist sie halt an das
Kurzschwert verplempert oder so. Das muss jetzt ja nicht sein. Man kann doch der Fackel... Ach ja gut, ist eine Nahkampfwaffe, ne? Okay, und das gilt auch als Nahkampfwaffe? Nee, ich wollte gerade sagen. Ah, okay. Man kann also nur das Schwert damit ausrüsten. Gut. Ich weiß ja nicht, ob wir schon wieder hingekriegt haben genug. Tatsache. Wir können tatsächlich nochmal wieder aufrüsten. What? Okay. Das ist verwirrend für mich, dass es so leicht geht, sich zu steigern irgendwie. Ich muss mal nachschlagen, bis wohin die Skala geht. Also wenn das nur bis 30, 40 geht, habe ich ja im Startgebiet, das kann nicht sein, schon im Startgebiet die meisten Werte maximiert. Gut, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Hat er gesagt, ich wage mich da mal rein, auch wenn die ja alle auf mich warten, besonders der dicke Schmeißer da oben. Was höre ich denn hier? Gibt es wieder Glitzis oder ist das unsere Gnade, die so... Ich glaube, dieser Gnadestrahl ist das Geräusch, ne, oder? Oder gibt es hier wirklich wieder Glitzis? Okay. Scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, Parieren und sowas zu üben. Die warten ja alle förmlich auf mich hier. Genau, der da zum Beispiel. Oh, die kommen gar nicht bis hier, die anderen. Aber Bolzen schon. Oh, der kommt runter. Ach du Scheiße. Junge, was willst du von mir? Das hat sich ja richtig gelohnt hier. Oh, Scheiße. Hey, der Mann. Oh, das ist eine gute Idee. Gut. Oh, jetzt kommt man da nicht hoch. Ist auch mäßig. Na toll. Danke fürs Ruckeln. Ach. Das läuft ja wieder. Okay, immerhin macht der die auch kaputt. Finde ich gut. Okay. Das ist alles sehr verwirrend. Gut, dass ich vorhin noch ein paar von den Seelen ausgegeben habe. Das mal für mich hier. Finde ich eine sehr gute Einstellung. Danke. Nein! Ach, Mist, verdammt da. Was macht man denn jetzt mit so einem? Oh Gott. Wie wenig mache ich da an Schaden? Das ist ja fast wie ein Boss. Scheiße. Okay, nee, das ist kacke, so wie ich das anpacke hier gerade. Da muss ich mir was Besseres überlegen. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier schon hin soll, ehrlich gesagt. Vielleicht gehe ich lieber in die Höhlen erstmal, aber probieren wir es einfach erstmal.
Komm mal, Junge. Oh. Das ist doch nix. Mhm. Was, stehen die wieder auf oder warum ist der immer noch? Oh oh. Ihr denkt wahrscheinlich, ich bin der letzte Depp hier gerade. Habt doch recht. Lotti, ihr nervt. Ah, lass mich weg, lass mich weg. Warum kannst du die nicht einfach erledigen, Junge? Klumpen Fleisch, okay. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Ach Mann, wie soll ich denn das packen? Mann, warum kann ich jetzt nicht hüpfen? Aber das Spiel ist immer noch so clunky, wirklich. Die Umgebung, dass man da immer festhängt und nicht weiter kann, ey. Gut, aber das war ja schon mal eine bessere Taktik als eben. Oder man soll da einfach durchlaufen. Das wäre vielleicht auch eine Lektion. Aber ich hoffe, euch stört es nicht allzu sehr, dass im Hintergrund manchmal die Texturen so nachploppen. Solange ich nicht den kompletten Rechner komplett aufrüste, wird das wohl eher nicht sich beheben lassen. Einmal noch, komm. Hm? Könnten den ja auch runterlocken, rauslocken. Oder? Ach mein Gott, bin ich blöd, wirklich. Genau, komm. Gegen den Blocken bringt ja sowieso nichts. Dann kann ich auch beidhändig gehen. Kannst du vielleicht mal jetzt hierher kommen? Ich habe nicht ewig Zeit, Junge. Okay. Na, kommst du raus? Komm doch mal raus hier bitte. Ja, ja, sehr gut. Okay, er kann raus. Das ist ja gar nicht mehr. Scheiße, jetzt habe ich wieder ablenken lassen. Jetzt ist das ja wieder gar nicht mehr weithändig. Oh oh. Was ist mit dem überhaupt? Nein, eine Keule! Warum schlägt der ständig daneben, ey? Oh, ist gar keine Keule, ist ein Spieß. Oh Gott. Oh, oh, da muss man trotzdem rollen. Gut, wieder was gelernt. Bist du ein Rage-Comic oder was? Nein!
Oh nein! Ach man, dann war das doch eigentlich so gut, ey. Was kommt er denn jetzt dazu? Fand er auch interessant, mich mal sterben zu sehen, oder was? Das hat zwar besser funktioniert, aber gut immer noch nicht. Ich mache mal Gedanken für die nächste Folge darum. Vielleicht klemme ich ihn einfach in dem Torbogen ein, dass er nicht so rumfuhrwerken kann. Gilt das dann schon als Schießen oder ist das eine gute Taktik? Probieren wir es in der nächsten Folge aus. Macht's gut, bleibt schön neugierig. Bis zum nächsten Mal.